Hallo und grüß dich, Christine hier von abgestempelt.net. Ich begrüße dich zu diesem Bastelvideo. Wir basteln heute wieder 4 Karten, mit denen ich dich inspirieren will. Und zwar mit dem Produktpaket Einfach Cool aus dem Mini-Katalog. Da gibt es die Handstanze dazu und das Klarsichtstempelset ist ganz putzig. Und für ein Bayer wie mich eigentlich unentbehrlich mit unseren Kühen. Und da basteln wir heute also, wie gesagt, 4 Karten. Die Materialpakete gibt es von mir, wie immer, zum Nachbasteln der 4 Projekte. Ab einem Bestellwert von 50 Euro im Onlineshop. Das wäre also naheliegend, wenn ihr euch dieses Produktpaket hier gönnt. Dann ist eben mein Materialpaket hier mit dabei. Und dann könnt ihr die Karten genauso nachmachen, wie ich sie hier euch zeige. Ansonsten ersetzt ihr das einfach natürlich durch was anderes, was euch gefällt. Wir legen einfach gleich mal los mit der ersten Karte. Ich kann euch sagen, wir malen viel. Also wer die Blends noch nicht sein eigen nennt, wird es reuen wahrscheinlich. Nach wie vor eine der leichtesten Möglichkeiten, schöne Kolorierergebnisse zu erzielen. Ich habe hier eine Grundkarte in Sommerbeere. Ein schönes, ja, Pink möchte ich es nicht nennen. Dann haben wir ein Stück Designerpapier. Wir beschäftigen uns hier übrigens mit dem Designerpapier Komposition in Karos, heißt es. Da habe ich einen kleinen Streifen rausgeschnitten für die Innenseite der Karte. Das möchte ich hier ein bisschen anders aufpeppen zum Reinschreiben. Deswegen nehmen wir hier einmal das hier rein. Dann habe ich mit den Stanzformen raffinierte Rahmen zweimal den Rahmen ausgestanzt. Einmal für eben hier innen rein. Ich dachte, das ist mal was anderes, um drauf zu schreiben. So, dann habe ich für die Außenseite ein großes Stück Designerpapier und einfach eine Hinterlegung in Espresso, weil ich dachte, das passt sich schön zu den Kühen, dieses Dunkelbraun. Wer mag, kann auch Schwarz nehmen, aber das fand ich jetzt zu extrem hier. Oder man nimmt Savanne. Dann habe ich noch ein Stück Leinenfaden. Ein All-Time-Favorite. Das wickeln wir einfach ein paar Mal hier rum. Dreimal um diesen Aufleger. Und dann machen wir einfach ein kleines Schleifchen. So, wie das hier jetzt da hinten genau sein soll, das ist eigentlich ziemlich wurscht. Das könnt ihr auseinanderfächern oder zusammenlassen. Jetzt habe ich hier also nochmal mit den Rahmen sowas ausgestanzt. Wir brauchen eine Stempel- und Perforiermatte, weil es ein Klarsichtstempelset ist. Und hier möchte ich jetzt einfach einmal unten entlang des Gras stempeln, das hier drin ist. Damit unsere Kuh hier natürlich drauf laufen kann. Da nehmen wir uns jetzt einen kleinen Blending-Pinsel. Also wir machen erstmal den Hintergrund. Einen Blending-Pinsel und grüne Apfel. Und dann würde ich sagen, machen wir bis zu der Kante hier quasi so einen Grashintergrund. Also so, einfach nur so ein Stück. Und dann stempeln wir jetzt mit dem Stempel und einem dunkleren grünen Ton, also Olivgrün beispielsweise, nehme ich jetzt ein paar von den Grashalmen da drauf. Und dann nehmen wir uns noch die Blumen. Die stempeln wir mit Memento, weil die können wir dann kolorieren, wie gesagt, mit den Blends. Stempeln wir jetzt einfach hier so auf die linke Seite darüber. Und dann brauchen wir natürlich noch Kühe.
Stück Grundweiß. Also das ist jetzt nicht im Materialpaket drin, weil ihr da natürlich das Stempelset braucht und die Stanze dazu. Das muss vorher gestanzt sein, vorher gestempelt sein, und das dürfen wir ja nicht mitgeben. Aber wie gesagt, wenn ihr ein anderes Tierset habt und keinen Bock hier auf das Materialpaket, dann nehmt ihr das. Achso, ein Spruch. Hier auf dem Dingsi vielleicht noch ein Spruch. Wäre nicht schlecht. Mit kleinen Taten sorgst du für große Freude. Die stempeln wir auch in Memento. Einfach mittig auf dieses Etikett hier drauf. Können wir ja erstmal kolorieren. Und zwar nehmen wir farblich passend Blends in grüner Apfel für die Blätter der Blumen. Dunkel hier einmal für den Strich Ader dieses Blatts, und das Restliche machen wir dann mit dem hellen Stift. So, die Mitte kommt gelb. Hier mache ich jetzt auch die Punkte einfach dunkler und das Innere dann hell, und bei den äußeren Blättern dann immer Sommerbeere. Auch hier einfach die Stricheln dunkel und dann das restliche Blütenblatt mit der hellen Farbe. Und unsere Kuh müssen wir ja auch noch bemalen. Also das Teil können wir jetzt mit der Menschen jetzt gleich mal höher auf die Karte draufsetzen. Oder auf den Aufleger erstmal. Und dann können wir den ja kurz schon mal auf die Karte ditchen. Ja, und jetzt müssen wir noch unsere Kuh kurz malen. Da nehmen wir jetzt einfach mal Bronze und Elfenbein. Das ist ja so ein Kombipack. Und Bronze machen wir jetzt die Haare. Die Haare. Und hier die Flecken. Und den Schwanz. Und die Hufe. Die Schnauze, die darf hier mit Elfenbein angemalt werden. Und die restliche Kuh malen wir jetzt mit Savanne. Dem hellen Stift in Savanne. Die Hörner muss man noch an Elfenbein machen. Und das Euter. So, und dann schneiden wir das mit der Schere aus. Und dann nehmen wir kleine Dimensionals und können die Kuh hier jetzt auf unsere Karte drauf machen. Dann habe ich euch noch ein kleines Herz reingemacht, so ein gelbes. Von der Verzierung Herzen und Blüten oder Blüten und Herzen, irgendwie so heißt, aus dem Mini-Katalog. Und dann ist es unsere erste Karte mit den Kühen. Machen wir gleich weiter mit der zweiten. Eine Grundkarte in Savanne. Dann habe ich einen Aufleger in Grundweiß. Und dann habe ich noch eine Wolke mit reingelegt. Die wollen wir nämlich hier als Schablone nehmen, um nochmal mit dem Blending-Pinsel einen Wolkenhintergrund zu gestalten. Dazu brauchen wir Aquamarin und eben einen Blending-Pinsel. Und dann können wir da jetzt einfach diese Wolke als Hilfsmittel nehmen, da eben einen solchen Wolkenhintergrund auf dem Papier zu machen. Fahrt ihr einfach weiter.
Die Wolke heben wir uns auf. Und jetzt habt ihr hier eben so einen Wolkenhintergrund. Und dann habe ich euch noch aus dem Lisana-Papier ein Stück rein. Und da reißen wir uns einfach so eine leichte Kante ab. Als Effekt. Das soll halt quasi das Gras darstellen. Und jetzt habe ich aus meiner Querformatskarte eine Hochformatskarte gemacht. Das heißt, ich mache den Wolkenhintergrund nochmal im Querformat hier drauf. So, aber jetzt, und dann passt nämlich auch mein Aufleger hier drauf. Den Kleber mit Flüssigkleber dran gleich hier auf den Boden. So, dann habe ich euch einmal ein Stück Glutrot rein. Das ist jetzt ein bisschen amerikanisch angehaucht, aber ich dachte, so braun und braun passt nicht so. Also war halt nicht so peppig. Und zwei Streifen Grundweiß. Die müssen wir hier quasi als Scheunentor draufkleben. Dann nehmen wir jetzt einmal hier so quer. Und dann einmal schräg rüber in die andere Richtung. Und dann können wir es mit der Papierschere jetzt einfach abschneiden. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich klebe jetzt mal hier kurz den Aufleger auf die Grundkarte drauf, damit es hier weg ist. Und dann habe ich noch ein Stück Grundweiß, um das Ganze zu hinterlegen, damit es dann eben auch ausschaut, als wäre das hier so eine Tür. Und dann habe ich aus Schwarz einmal das Horn mit der Handstanze ausgestanzt und da schneiden wir jetzt hier einfach so ein bisschen diese Hörner ab, damit das Ganze eher ausschaut wie so ein Türgriff. So, jetzt können wir die Tür auf die Karte draufkleben. Und dann brauchen wir selbstverständlich wieder eine Kuh. Da nehmen wir die hier und die zwinkernde. Ein Stück Grundweiß und Memento, damit man sie wieder anmalen kann. Dann dachte ich mir, machen wir das kleine Pieperle da noch auf die Karte. Einfach weil es putzig ist. Einen Spruch, heute ist dein Tag. Und zwar stempeln wir den auch in Schwarz auf. Ich habe hier einen Banner mit den Basics aus. Basics mit Pep ausgestanzt. Da stempeln wir das drauf, schneiden es einfach oben ab. Würzen es mit der Schere. So vielleicht. Die Kuh kurz anmalen, die machen wir jetzt ziemlich unspektakulär. Da machen wir jetzt einfach nur die Schnauze wieder in dem Elfenbein. Und die Flecken in Pekannuss, würde ich sagen. Und dann kann man die mit der Stanze ausstanzen und aufeinander kleben. Hier den Kopf an den Körper. Die Kuh umdrehen. Wieder mit kleinen Dimensionals die Kuh auf die Karte kleben. Brauchen wir noch gelb für unseren Piepmatz hier. Ja. Und das kleben wir auch mit kleinen Dimensionals höher hier. Und das setzen wir hier an den Rand da dran. Und da machen wir jetzt einfach noch mit Leinenfaden eine kleine Doppelschleife. Kleben die auch wie immer mit einem Mini-Klebepunkt jetzt hier fest am oberen Teil des Banners. So. Und dann habe ich euch wieder aus diesem Verzierungsmix kleine Blumen reingelegt. Schauen aus wie kleine Spiegeleier. Ja. Stell dich scharf.
Macht er nicht, aber man kann es ja ahnen. Sieht echt aus wie so ein kleines Spiegelei. War ganz putzig, finde ich. Und dann ist das die zweite Karte, die ich mir für euch ausgedacht habe. Machen wir gleich weiter mit der dritten. Bei der dritten Karte habe ich eine Grundkarte wieder in Savanne. Dann einen Aufleger, den habe ich geprägt mit dieser schraffierten Prägeform aus den 3D-Prägeformen Basics. Hier können wir gleich ein Band rumwickeln. Dieses Band gab es während der Celebration. Ich hatte da noch was übrig und dachte mir, gut, das machst du hier mit rein. Ihr freut euch. Das war übrigens eine ganze Spule davon auch für meine sich qualifizierten Kunden in meiner Celebration Afterparty mit drin, unter anderem. War noch mehr drin. So, jetzt können wir den Aufleger einfach gleich mit Dimensionals auf die Karte draufkleben. Farblich passend dazu habe ich jetzt einmal den Aufleger in Grundweiß und den Aquamarin. Also das wird dann halt einfach so hinterlegt. Das Weiße müssen wir nochmal präparieren. Da kommt wieder ein Himmel hin. Also brauchen wir wieder den Blendingpinsel und Aquamarin und die Wolke. Dann brauchen wir wieder grüne Apfel für das Gras. Das kommt dann unten hin. So, jetzt stempeln wir wieder nochmal die Grashalme einfach dunkler mit Olivgrün. Und dann kann der Hintergrund hier schon mal auf diesen Hintergrund drauf. Einen Spruch brauchen wir vielleicht noch. Machen wir oben. So cool. Kann das auf dieses aquamarinfarbene Rechteck drauf. Und das Ganze mit der Menschenhals auf die Karte. Also die müsst ihr händisch geben, diese Karte. Ansonsten müsst ihr die erste Lage hier zum Beispiel mit Flüssigkleber drauf machen. Weil so wie ich es jetzt mache, ist es für den Umschlag dann zu dick. Und das kostet, wie ihr wisst, mittlerweile Porto mehr als einen Standardbrief. Ich predige euch das ja immer wieder. So, jetzt habe ich hier noch ein Banner. Wieder mit den Basics mit Pep. Und da stempeln wir dieses Freut mich für dich drauf. Das setzen wir mit zwei kleinen Dimensionals einfach hier so drunter. Und jetzt brauchen wir wieder ein Stück Grundweiß für unsere Kuh. Dann nehmen wir jetzt mal, würde ich sagen, eine liegende Kuh. Das ist halt das Coole. Man hat da ziemlich viel Gestaltungsfreiraum, Spielraum. Was die Kühe hier anbelangt, man hat rechts rumstehend, links rumstehend. Man hat mit Euter, ohne Euter. Man hat diese liegende. Und die kolorieren wir uns natürlich wieder. Und zwar nehmen wir jetzt hier mal hell Babyrosa für die Schnute und nicht mehr Elfenbein, damit ihr einfach mal den Unterschied seht. Einmal hier hell. Ups. Das ist dunkel. Machen wir erst dunkel. Und dann machen wir einfach, oh je, Frau Wöhr. Schnell, schnell in die Kuh reingemalt. Und hell. Hier entlang nur diese Blässe, nenne ich es mal. Ja, und dann, wenn wir den Fauxpas schon haben, zeige ich euch, wie man das zurück machen kann hier. So was Hässliches. Dann nimmt man jetzt den Aufhellstift. Das ist noch nicht trocken, aber wenn es getrocknet ist, sieht man so gut wie nicht mehr. Beschiss. Nee. Und jetzt kann ich das hier mit der Schere, also den Körper müssen wir mit der Schere ausschneiden, den Kopf, den kann man
mit der Stanze ausstanzen. Zu den Blends habe ich euch schon mal ein ausführliches Video gemacht, was man da damit alles machen kann, was man beachten sollte. Also Tipps und Tricks, da könnt ihr gerne mal den YouTube-Kanal durchforsten. So, jetzt nehmen wir unsere Kuh und setzen die natürlich auch wieder mit Mini-Klebepunkten höher auf unsere Karte. So. Tada! Und dann habe ich euch da so kleine blaue Spiegeleierblumen reingemacht. Echt putzig. Also ich finde die wirklich putzig, diese Blumen. Tada! Das ist die dritte Karte als Inspiration. Fehlt noch eine. Auch die macht man natürlich ganz schnell noch. Und da habe ich jetzt aus Grundweiß extra stark eine Grundkarte. Dann aus Designerpapier einen kompletten Kartenaufleger. Der kann auch gleich auf die Karte drauf geklebt werden. So, dann Osterglocke als Hinterlegung. Grundweiß wieder, um einfach den Hintergrund zu haben. Ich habe jetzt hier einen Streifen grüner Apfel reingelegt. Und da nehmen wir jetzt auch wieder einfach die Schere und friemeln hier so ein bisschen diese obere Kante weg. Nehmen unser gartengrünes Stempelkissen. Dunkleres Grün eher. Sieht man halt besser. Und machen da jetzt unser Gras drauf. Da könnt ihr selbstverständlich auch abstempeln. Das darf jetzt hier aufs Grundweiße drauf. Das soll ja wirklich nur so ein Untergrund sein, auf dem unsere Kuh gleich draufstehen darf. Jetzt kann das auf das gelbe Teilchen drauf. Dann brauchen wir Grundweiß. So, und weil es so putzig ist, nehmen wir jetzt hier mal noch die Milchkanne. Das Hähnchen, was da dabei ist. Da brauchen wir noch ein extra Stück jetzt. Schnipselverwertung. So. Das sind mal die Sachen, die hier mit Memento gestempelt werden. Damit man sie kolorieren kann. Wir machen jetzt hier eine. Ich würde mal sagen, haben wir noch nicht gemacht. Graue Kuh. Das heißt, hier dunkel, schiefergrau. Der Rest kann hell. Dann wieder Elfenbein für die Schnute. Nee, mehr würde ich jetzt hier gar nicht machen. Jetzt nehmen wir noch Savanne für das Milchfass. Hier dunkel. Und alles andere hell. Und unser Hähnchen. Das wollen wir natürlich auch wieder. Gelb. Und hier das ganz dunkel. Dann nehmen wir halt noch das hellere. Und hier. Hell. Und den Kamm. Machen wir halt, mein Gott, blau. Tada! So, dann schneiden wir das aus, beziehungsweise stanzen es aus. So, die Milchkanne mit einem Mini-Klebepunkt kommt hier so an die rechte Seite. Da darf dann auch das Hähnchen drüber. So
weil es jetzt da halt draufstehen. Tada! Dann die Kuh mit deinem Schnitz auf diese Seite. Jetzt habe ich aus den Basics mit Pep noch so ein Aquamarin-Banner ausgestanzt. Da tun wir jetzt heißprägend den Spruch. Auch wieder dieses: Heute ist dein Tag. Also wir nehmen Versamark, unser ganzes Prägezeug und Weiß und erhitzen das Ganze mit unserem Erhitzungsgerät. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt schneiden wir auch hier einfach wieder den Banner mit der Schere. Jetzt kleben wir uns das hier erstmal kurz auf die Karte drauf. So, und jetzt den Banner auch mit zwei Mini-Dimensionals. Einfach so an die linke Ecke. Einen Faden doppelt nehmen. Wieder einfach ein kleines Schleifchen machen. Und das kleine Schleifchen, das soll einfach nur hier so auf unser Milchfass drauf. So, dann habe ich euch blaue Herzen reingemacht. Die kleben wir hier noch drauf. Schwupp, schwupp. Und fertig ist die vierte Kuhkarte geberkelt. Ich hole nochmal alle rein. Zwei Hochkant, zwei Querformat Karten. Ich hoffe, die Projekte gefallen euch, inspirieren euch, damit zu spielen. Natürlich könnt ihr alle weiteren Produkte auch über mich bestellen. Freue ich mich sehr, wenn ihr mich da unterstützt. Wem es gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, holt es gerne nach. Und drückt auch auf die Glocke, damit ihr da jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von mir rauskommt. In diesem Sinne hat es mir Spaß gemacht, euch zu unterhalten hoffentlich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, viel Zeug, eure Christine.